Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei XCOM Enemy Within, wo die Bomben explodieren sollen. Nein, sie sollen nicht explodieren, wir wollen es nämlich schaffen zu überleben. Haben jetzt ein paar Mutons immer noch als Gegner und wir müssen jetzt echt schauen. Links haben wir ja schon den ausgeschaltet mit dem Schuss, das kam ja eigentlich ganz gut. Jetzt müssen wir aber hier auf jeden Fall noch weitergehen. Wir haben den Suppression Fire auf ihn. Er muss eh die Runde nachladen. Ah, das richtige Problem. Wir müssten mal gucken. So, auf den wird er mit 54% schießen können. Ich lasse den mal rüberziehen. Dann sollte der den anderen auch noch kriegen. Kriegt nur den Sektoiden da. Wie sieht das bei dir aus, mal mit einer Rakete? Boah, das ist gefährlich. Geh mal da nochmal runter. Er hat doch hier irgendwo 1,7 angegeben gehabt. Da ist der Schuss blockiert. Naja, ohne Fleiß kein Preis, ne? Ha, ha, ha. Testen wir es einfach. Spreng niemanden in die Luft von uns. Das war nicht verkehrt. Weil wir haben dem links den Treffer verpasst. Ja, da könnte man Holo-Targeting arbeiten. Muss jetzt gerade aber nicht. Der sieht den da, das ist okay. Der kann so weit kommen, dass er den Wagen schadet. Und explodiert der Wagen? Der Wagen brennt, dann muss er da weg. So. Versucht das Solo-Targeting auf den zu setzen und zu treffen. Boah, er trifft sogar. Können wir mal locker flockig da hingehen. Dann knallen wir den weg. Dann gibst du mich noch den einen und der wird wahrscheinlich zu viel Schiss haben. Geh mal dahinter die Wand, dann lädst du noch deine Waffe. Kein Glück gehabt, aber ist okay. Ich glaube nicht, dass der Offensiv jetzt vorgeht, sondern versucht abzuhauen. Okay, das ist scheiße. Obwohl, angreifen werden die mich jetzt nicht, oder? Da haut der ab, der Mist. Der Misttyp. Und setzt mich schon wieder da unter Feuer, der Penner. Entschuldigung für die direkten Worte, aber... So, wenn ich vorpreschen würde, kriegen wir ein Problem. Du kannst dahin. So, du bist unser zweiter Shotgun-Schütze. Du rennst erstmal vor. Nee, oder? Du gehst erstmal hier hin, kannst ihn ausschalten. Good job, Strike One. That should buy us a few minutes. Bah, da ist das hier schon so ein Flankenschuss. Aber auf der Distanz kriege ich den einfach nicht. Warten wir erstmal ab. So, mit der Granate kommen wir nicht weit genug. Ihn können wir auch nicht vorrennen lassen. Ich
mehr. Das größte Problem ist, dass da oben noch einer mit Overwatch steht. Aber wir müssen vorwärts. Wir müssen vorwärts. Excellent. That's another one down. Tut mir leid, ich muss einmal speichern. Weil ich muss mit einem vorrennen und ich habe keinen, der Reflexe hat. Deshalb wird der auf jeden Fall einen Beschuss mitkriegen. I have seen worse. I have an enemy in sight. Sehr schön, haben wir noch eine zweite Truppe dazu. Ich könnte kotzen. Oh nein! Das war ja mal super kacke. Da will ich einen Schluck Tee nehmen, weil ich nicht wüsste, dass der noch zu heiß wäre. Okay. 46% Trefferchance auf den, ey. Das kann nicht wahr sein. Kann schon weitergehen bis hier. Was selbst wenn ich bis da weiterziehe, bringt mir das nicht so viel. Ja. Ich wusste, dass die Chance gering ist. Aber irgendwas müssen wir ja machen. Boah, trifft einer den mal einfach? Boah, nee, ey. Ja, jetzt haben wir nämlich die Arschkarte hier an der Stelle. Muss ich so machen. Und jetzt stürzt das Spiel ab. Das Spiel hat nicht erwartet, dass ich diesen Zug mache. Oder die KI überlegt noch. So, ihr seid alle Close Combat. Da kann ich auch den Schuss noch verschwenden. Vor allem, weil der noch in der Flankierung ist. So, wir kriegen bestimmt irgendeinen Hit ab. Mich würde es wundern, wenn nicht. Bestimmt von dem. Ja. Immer von den kleinen Mistviechern, ey. Kannst einfach nur kotzen. Schöne Position da in der Mitte. Was sagt unser Schreddermeister da vorne? Eigentlich nicht viel, oder? Könnte ein guter Schuss werden, wenn wir uns selbst nicht sprengen auf den Weg dahin. Das ging zu weit nach hinten.
92%. Aua. Aber der macht dann nur 4 Schaden. Jetzt nicht wegen dem Schuss. Ja, Kröte davor hat mich schon gestört. Alle sterben nochmal. Jetzt töte ich bestimmt mit der Rakete einfach alle. Von mir. Warum ist die besser gesetzt, wenn wir es vielleicht schaffen, die hier reinzuziehen? Gut. Damit kann ich leben. Toll. Dir fehlt es an Munition. Du kannst nur einen sehen. Dann Holo-Targete den. Du musst nachladen. Dann knall mal kurz die AP-Granate rüber. Na, so. Dann treffen wir den da hinten auch noch. Aber was für eine Scheiße mit dem Beschießen. Wenn ich eine Aktion mache. Toll, 2 Schaden. Und der fällt auch noch in Panik dann. Ah, der Wagen brennt. Also werden wir ihn wohl nächstes Mal packen. So, geh da ruhig rüber. Dann kommst du ganz gut an den ran. Nein! Er hat die Pistole ausgewählt! Ah, ich Doofkopf. Geh mal da ganz vorne weg. Das war eine beschissene Auswahl, ey. Ich bin hier schon Escape am Hämmern. Weil es kann nicht sein, es macht mich wahnsinnig. Weil interessant finde, manchmal kann ich hier in der Phase schon mit Escape ins Menü rein. Und manchmal klappt das überhaupt nicht. Ja. Dr. Proof ist gerade am Verbrennen. Am Ausbluten. Und am Verbrennen. Eigentlich alles zusammen. So, bom, 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 bom. Müssen wir nochmal einen Schritt zurück. Und nicht so eine Scheiße machen. Ich muss mich mal konzentrieren, aber heute ist nicht mein Tag des Denkens. Ich wünschte, er würde genau treffen. Ja, Pi mal Daumen trifft er auch genau, aber... Schieß!
Nicht mit der Waffe, bitte. So. Für den Start war das erstmal okay. Mit denen hätten wir einen Doppelschuss frei. Er hatte letztes Mal hier einen abbekommen. Den ziehe ich erstmal ganz aus der Gefahrenzone raus. So, er muss auch weg zum Nachladen. Da wird er nicht sicher sein. Obwohl theoretisch ist er sicherer als woanders. Vielleicht schaffe ich, dass der Wagen sofort explodiert. Nee. Doch, sehr schön. Besser hätte es doch nicht laufen können. Heading out. 69 oder 54%. Du musst nachladen, du hast noch einen Schuss frei. Dann lass mal dich noch das Stück vorgehen, dann schaltest du ihn hier aus. Na, vielleicht. Ja, hab ich mir gedacht. Scheiße. Kein Glück gehabt. Bitte, bitte, bitte. Boah, solch so eine Pennerkacke. Vor allem, warum mich immer? Das war eine scheiße gute Runde und jetzt ist das schon wieder alles für den Arsch, weil die meinen Typen umnieten vorne. Ohne Kack, wie soll ich die Runde noch besser spielen? Es sind einfach so viele Gegner gestorben. Ja, da hat er mich auch erschossen, ist alles gut. Da kann man nur noch die Feig-Taktik machen. Und die Feig-Taktik ist wirklich sich hinstellen und dann... Beziehungsweise... Oh, wie ich das hasse. Jetzt sagt nicht, der hat die Safe Games wieder hier kaputt gemacht. Das ist doch hier der richtige. 1554. Ich habe doch nicht 6 Minuten zugeschaut, wie die KI Sachen macht. Ach so. Ich verstehe. Der ist das hier. Dann machen wir das alles mal ein bisschen anders. Das war eine gute Idee, trotzdem den Schuss zu machen. Ja, diesmal haben wir sogar den einen Muton weggeknallt. So, dann schmeißen wir noch die HE-Granate, dann explodiert der Wagen nämlich da hinten. Hm. Ist ja irgendwie diesmal ein Traum. So, du musst da stehen bleiben. So, jetzt sieht er keine Gegner mehr. Ach, ein Traum. Dann schickt man dich mal darüber. Siehst du jetzt was? Nein, auch nicht. Dann gehst du in Overwatch. Dich schicken wir hierhin zurück. Bitte nicht treffen, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Danke. Boah, wir haben eigentlich nichts geschafft in der Folge. Es regt mich auf, es macht mich sauer.
So, du bist auch gut drauf, hau ab. Wir holen dir jetzt einfach. Tja, egal was der macht, der ist eigentlich in der Schusslinie. So, jetzt sind die nämlich gezwungen zu kommen. Ah, sehr schön. Der erste läuft schon in die Falle. Verzieh dich. Macht mich fertig mit dem Ganzen. So. Dann kannst du auch hier ganz entspannt die Schredder-Rakete runterbrettern, oder? Weil wir haben nicht mehr viele Runden Zeit. So, heil dich. Theoretisch könntest du den treffen. Na, theoretisch kann der jeden töten. Praktisch sieht es leider ein bisschen anders aus. Na, immerhin trifft er den. Mhm, das ist doch alles Kacke. Kacke, 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 Kacke. Komm, Bob. Das schaffst du. Da ist nur ein Floater. Brav, treff ihn, bitte! Wenn da einen schickt, kriegt er bestimmt eine Granate ab. Aber Hauptsache, der fällt raus. Jetzt haben wir nur noch ihn. Welche Chancen haben wir mit der Shotgun da hoch? 35%, warum nicht? Unglaublich! So, wenn wir jetzt absolut Pech haben, tötet der irgendeinen von mir und dann kann ich wieder kotzen. Aber es sieht ganz gut aus. So. Ich will mich doch nicht verabschieden, weil dann habe ich immer Pech. Hm. Aber jetzt verabschiede ich mich. Wir hören uns, sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play XCOM Enemy bis hin gegen die Alien-Brut. Bis dahin, ciao, euer Doc. Und wir haben doch keine Zeit. I'm on it, Commander.